OnePlus 9 Pro oder Samsung Galaxy S21 Ultra? Das fragen sich viele von euch. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das OnePlus 9 Pro deutlich mit 82-75 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 32 Gramm leichter. 0,2 mm dünner. 2 mm schmaler. 1,9 mm kürzer. Und 5,9% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Galaxy S21 Ultra deutlich mit 94-86 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1,5% größere Bildschirmgröße. 200 Nits heller. Und hat TouchForce bzw. 3D-Touch. Das OnePlus 9 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,9% höhere Pixeldichte. Und 0,5% höhere Auflösung. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy S21 Ultra eindeutig mit 99-87 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 16,2% schnellerer Prozessortakt. 4 GB mehr Arbeitsspeicher. 256 GB mehr interner Speicher. Hat AES. Nutzt HMP. Und hat AVX. Das OnePlus 9 Pro hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteilen. 19,3% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Galaxy S21 Ultra mit 100-83 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 30% mehr Megapixel der Hauptkamera. 2,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI. Und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Das OnePlus 9 Pro hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 25% bessere Qualität der Videoaufnahme. Audio. Beim Punkt Audio ist das OnePlus 9 Pro mit 69-37 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Hat ein Radio. Und ein Mikrofon mehr. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy S21 Ultra haarscharf mit 96-95 Punkten. Es punktet hier mit folgendem Vorteil. 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das OnePlus 9 Pro deutlich mit 99-90 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 2,5-fach schnellere Downloads. Ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. 7,1-fach schnellere Uploads. Hat einen Infrarotsensor. Benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Hat einen Iris-Scanner. Und unterstützt Galileo. Das Galaxy S21 Ultra kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 0,1 aktuellere USB-Version. Hat ein Barometer. Und kann als PC benutzt werden. Ergebnis. Das OnePlus 9 Pro liegt in der Gesamtwertung mit 98 deutlich vor dem Samsung Galaxy S21 Ultra mit 92 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.